So. Du kriegst mich nicht. Ärgerst du schon wieder die Einheimischen? Die haben mal angefangen. Mhm. Komischerweise jedes Mal, wenn ich das in Skyrim gesagt habe, hast du es mir nicht abgekauft. Ah ja, auch Skyrim, nicht China. Ach, das ist jetzt wieder was anderes. Ja, das eine ist China, das andere ist Skyrim. Du stellst aber nicht gescheite Fragen. Oh boy. Mal gucken, hier sieht's gelootet aus, hier waren wir schon. Schlafzimmer. Ja, da war ich schon. Natürlich war ich da schon. Sagt doch einiges über mich aus. Oh Gott, schon mal hier sind. Armer kleiner Japaner, Mann. Ich habe aber auch gerade so eine wilde KI gefunden. Ist sie auch einfach wild an dir vorbeigelaufen und... Ich habe gerade seinem Kumpel eins aufs Maul gegeben. Er kommt wie von mir, ist hin angerannt, guckt runter, latscht einmal um mich rum und realisiert mich dann mal. So, warum nicht, ne? Nani? Nougat, danke für den Bit. Hui. Oh, hi. Ihr lebt hier schon wieder was. Ja, nicht mehr. Den einen habe ich gehauen. Jetzt haben mir so eine Mühe gegeben, hier alles auszurotten. Einen brauchen wir, glaube ich, noch, ne? Na, der wird ja angezeigt. Wo ist er denn? Angezeigt, ja, aber jetzt auf einmal nicht mehr. Haben wir eingeworfen? Ich hab 5 eingeworfen. Also insgesamt steht das Ding auf 5. Irgendein random Gegner wird schon wieder auftauchen. Oh, Nougat, nochmal danke nicht für die Bits. Bitte ein Bit. Bitte ein Bit. Ich muss mal gucken. Irgendwie muss ich demnächst mal mein Stream-Interface nochmal ein bisschen ändern. Ich glaube, es wird mal wieder, wird irgendwann mal Zeit für ein bisschen Freshness. Ja, eine fehlt. Eine fehlt uns. Und ich habe vergessen, wo sie war. Dann müssen wir ja tatsächlich nochmal suchen. Scheint so. Wahrscheinlich liegt sie irgendwo oder so, irgendeine KI hat sich gedacht, ja geil. Ja, früher war es ja immer so in diesem Nebenraum von dem Badezimmer, war ja immer und dann... Ach, warte mal, hier waren wir glaube ich noch gar nicht. Zuckerblick! Ich wollte gerade sagen. Wer schießt hier mit seiner fucking... Ach, da oben! Oh, wütender Japaner, man darf auf Arbeit nicht trinken, muss in der Kneipe arbeiten, bin wütend. Bin wütend. Sorry, ich weiß, es klingt gerade sehr klischeehaft rassistisch, aber hört euch den Typen an. Ich habe gerade erstmal Obstsalat gemacht. Irgendwie macht das jeder. Miggidi, Miggidi. Kannst du bitte aufhören, mit deiner Hand durch das Brett zu knippen? Das fass ich nicht an! Was? Ruhe ist. Meine Güte, ihr habt echt krasse Waffen. Natürlich muss er mutieren. Nani! Zieh dir nämlich an, du Punk! Es ist Kim Jong schlecht! Vielen Dank, Nougat, für die 66 Bits. Ey, ich hab bei dem einen andauernd vergessen, verstanden. Das fass ich nicht an! Ich finde das ganz geil, weißt du? Du spielst da Klavier und ich suplex Leute. Happy Medaille. Cool. Let's go. I'm helping. Bevor die sich noch länger sagen, das fass ich nicht an. Das war die Ecke mit den spawnenden Gegnern. I remember. Das fass ich nicht an. Kate Gainer, danke dir fürs Followen. Nicht fürs Follow. Du followst mir ja gar nicht. Du bist einfach gerade da. Moin. Naja, er ist ja auf den Stream gefolgt. Ja, gut, das ist ein guter Punkt. Was fass ich nicht an?
Jetzt macht der Kerl hier schon random Türen auf. Ja, was dagegen? Naja. Wir spawnen wieder Leute. Ja, dann fucking move. Aber ich will gerade ein Bad nehmen. Hier sind ja Kakerlaken im Bad. Schneller! Na los! Echt jetzt? Schneller! Jetzt fängst du an zu quengeln. Jerry! Schneller! Das ist ja fucking langweilig. Jerry! Das ist was zu bedanken, also. Danke für den Bit, Nougat. Jerry! Oh, bitte ein Bit. Jerry! Na los! Jerry, Lucullius, danke dir für den Sub! Oha, Res ist nicht oft gesehen. Nee, es ist ja auch ein Scheißspiel. Mann, es ist gar nicht. Es ist so super toll und es riecht nach Vanille. So, und ich möchte, dass ihr das jetzt klippt. Ne? Das ist das erste Mal, dass das zugibt. Ich möchte, dass ihr das bitte... Dass es nach Vanille riecht. Hol mal, das bei dir auch gerade. Hat auch gerade noch einer versucht, durch die Tür zu kommen. Wir haben original beide dieselben Spackungen in den Cutscenes. Original. Wir gehen durch die Tür und der Typ setzt sich. Na! Oh, das war geil. Hallo. Alles ist da. Ist echt ein Guilty Pleasure von mir. Okay, das ist mal ein interessantes Guilty Pleasure. Sherry Burke. Resi 6. Ja, wie Guilty Pleasure? Ja, weißt du, was ein Guilty Pleasure ist? Du magst es aus seinem Mund hören. Du magst es, du magst etwas, das kaum einer mag. Ein Guilty Pleasure. Da ist die Tür. Geh. Komm nie wieder. Alter, hol du. Du hast eben gesagt, du magst es. Ja, ich habe auch gesagt, es riecht nach Vanille. Spoiler, tut es nicht. Doch, das ist aber was Gutes. Aber es ist zwar gelogen. Das fasst ihr nicht an. Mensch, bin ich wohl das nach einem halben Jahr in Gefangenschaft noch der gesamte USB-Bestand samt Handy zu finden ist. Gehen wir. Mit diesen Typen ist nicht gut Kirschen essen. Mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Hi Reaper, wie geht's dir? Lang nicht gesehen. Suddenly Tank. Hi. Also, mir würde ja Besseres einfallen, als meine eigene Bude zu atomisieren. Nougat McRae, danke für den Sub! Was mussten wir jetzt nochmal machen hier? Wir mussten irgendwie Türmen. Oh nein, es ist der Grasshopper-Lord! Ach ja... Jetzt musstest du ja darüber jumpen und irgendwie dafür sorgen, dass ich da drüben rankomme. Okay. Das war der Jan! Es gab nur nicht mehr, ob du mich hochziehen musstest. Jake! Gehen Sie nicht weg! Oh fuck. Jake! Ich brauche Hilfe! Jake! Ja! Jake. Oh fuck, Jacke. Der muss. Jacke! Wo bist du denn? Ich renn gerade vor dem Tank weg. Ach, da. Also in der Ecke, wo ich bin, musst du mich gleich hochziehen. Aber wenn ich zu lange an einem Punkt stehe, ne? Ja, ich habe hier nur gerade ein paar mutierte Freunde. Oh, shit. Das war seine Jan. Und so. Bin da. Ich seh hier gerade übrigens deinen Witz. Unter dem Panzer liegt ein blaues Medaillon, das ich vorher noch nie gesehen habe, und ich kann es nicht treffen. Du kannst es nicht treffen? Ja, unter dem Panzer liegt ein blaues Medaillon. Warte, let me check this out. Also musst du richtig unter dem Panzer. Richtig unter dem Panzer, oder? Du musst unter dem Panzer gucken. Inzwischen den Kettner kennst du es. Aber ich komme nicht dran. Warte mal. Ich komme ja easy wieder hoch. Warte mal. Ja, eben. Also wenn du seitlich hinguckst. Da, ich seh's, ja. Aber egal mit was ich drauf schieße, ich komm nicht dran. Warte mal, ich geh mal hinter das Ding. Schmeiß mich mal auf den Boden. Hab's!
Ach gut. Du musst offenbar von hinten daran wahrscheinlich und dann dich hinschmeißen. Na, so nötig habe ich das jetzt auch nicht. Hui. Okay, warte. Decoy, Decoy. Nein. Oh fuck, nein. Decoy, Decoy. So, okay. Swimming in the ocean. Bin da. Let's go. Yay. Bevor jetzt geht das sogar rennen los. Ja, ach ja, stimmt ja. Bevor sie sich wieder denken, das fass ich nicht an. Jetzt kommen da gleich wieder die Bullshit-Passage. Noch eine der Passagen. Panzerbelag, das ist mein Medaillon. Girls and Panzer und so, ne? Hi? Spiel? Achso, hi. Hui! Der Panzer kommt uns nicht hinterher. Das ist aber unrealistisch. Nee. Oh nee, der ey, Scheiß. Wer könnte das? Oh. Random Slow-Mo. Erinnerst du dich noch an Minecraft, als uns der Panzer verfolgt hat? Oh Gott, jetzt müsstest du ja deine Tarzan-Aktion abziehen. Stimmt, irgend sowas war doch da. Nur damit du ein Moped klauen darfst. Ah, oh, ich schmelze. Also mein heißer Tipp, wie das nächste Too Fast Too Furious werden wird. Meine Panzer hatten sie ja auch schon drin. Ja, doch. Ich glaube, da kann es nicht werden. Hui. Ah, stimmt. Ich Mann, bleib liegen. Dann müssen wir den Panzer irgendwie dazu bringen, dass er das Ding nochmal in der Gegend herumeiert. Ich muss gerade erstmal gucken. Hältst du kurz aus? Ich versuche ihn gerade beschäftigt zu halten. Ich würde gerne. Oh, fuck this. Okay. Dann lebe die Magnum. Vor allem, ich bin auf dem Panzer festgedingst. Ah ja, genau. Jetzt schiebt er das Ding und jetzt kann ich da... Komm, nur noch ein Stückchen. Ich hab's jetzt gerade geil gefunden, dass einer die ganze Zeit über die Brüstung gehopst ist, wieder hochgeglitscht ist und wieder über die Brüstung gehopst ist. Das ist ein geil gealtertes Stück Software. Ah, das muss das nochmal machen. Vielen Dank für die Hilfe. Ja, vielen Dank für die Hilfe. Es bringt nur gerade gar nichts, Kumpel. Komm, setz noch mal zurück. Oh, guck mal, Grasshopper. Machen gute Animes. Was? Grasshopper machen gute Animes? Was ist mit dir kaputt? Ich bin in China, ich bin im Stress. Okay. Hui! Panzer! Cherry, hier ist dein Motorrad, halte durch! Kumpel, nur weil du mutiert bist, heißt das nicht, dass ein Maschinengewehr plötzlich als Kettensäge funktioniert. Hat gerade echt versucht, mich mit einem Maschinengewehr zu ersägen. Ja, ist nicht Gears of War, ne? Oh Gott. Lustig wär's. Meine oh, Counter! An der Deutsch. Stell dir mal Gears of War vor, mit Chris' Stimme. Das ist mein Rasen. Geh runter von meinem Rasen. Das ist mein Rasen. Gut, dass wir das. Gut, dass wir das Moped klauen. Oh, das High Definition Moped. Ich bin der Autofilm. Gutes Aim. Bei jedem guten Panzerfahrer wären wir tot. Jeder gute Panzerfahrer hätte erst gar nicht gewartet. Durchaus. Und was für ein Glück, dass da die Autobahn ist. Machen wir noch eins? Ach ja. Ich glaube, eins geht noch. Ach ja. Bronze Widow.
Stimmt. Chris würde nicht auffallen in Gears of War. Der wäre genauso beeflordig. Der würde sich höchstens wundern, was ist denn ein Kettensägenmaschinengewehr? Ich hab Fäuste. I can punch stuff. Was ist seine Fähigkeit? Steine klopfen. Steine drehen, modern drehen. Mit blöd verschmierten Händen vor dem Wesker stehen. Achso, Ach natürlich hat er das Verlassen nicht akzeptiert. Ich wundere mich mal unter Treiben. Ich Jack und nicht Jerry. Hat wohl so gewollt. Er braucht doch ein bisschen Maskulinität, nachdem er elend gerade. Ich meine, er war Helner. Niemand möchte Helner sein. Jake, fahr nicht so besoffen. Aber wann hast du mal den großen Vorteil, mitten in China, einer der Top-Metropolen dieser Welt, Mutterseen allein auf der Straße zu sein? Mhm. Was hat er gesagt? Ich habe jetzt die Treffpunktkoordinaten. Ist nicht weit. Das Handy ist zwar auf Chinesisch und ich verstehe kein Wort, aber hey. Warum wird die Fleischfeld-Kampagne nicht gemacht? Wir reden nicht über die Fleischfeld-Kampagne. Regel 1, Fleischfield existiert in diesem Spiel nicht. Regel 2, das ist nicht Fleischfield. Regel 3, wir reden nicht über Fleischfield. Ah ja, genau. Sie wollen uns niedermähen! Ja, danke, ich höre es! Gott weiß, wie wir hier rauskommen sollen! Boah, Alter, die Steuerung von dem Ding, ey. Ach Gott, das Aiming ist true. Ja, ich sehe die ganze Zeit nur deinen Arsch und wie du versuchst, auf irgendwas zu zielen. Während ich irgendwie versuche, das Ding hier zu lenken. Der Witz ist, ich bewege das Ding gerade kein Stück. Was sind das für Stra... Oh mein Gott, Jake! Was ist das für Land, auf dem wir leben? China. Wir sind gerade einfach repiert. Du bist gerade durch ein Häuschen gefahren. Hey, schieß da drauf, los! In der Cutscene sind wir gerade einfach eben repiert. Also bei mir bist du gerade durch ein Klohäuschen gebrettert, hast meilenweit das Brett verpasst. Hey, Salin. Ja, dass du kaputt vom J-Day bist, wundert mich nicht. Also das ist ja... Halt dich gut fest, was, okay? Wo ist Lini? Ich lese gerade Chat, während ich fahre. Cool. Oh, kuscheln. Hä? Das war meine Schuld. Ich wollte schon gerade sagen, was nee, habe ich jetzt gemacht? Nein, das war meine Schuld. Ich habe Chat gelesen, während wir, ne? Überraschenderweise Brüste auf dem Rücken. Panik. Halt dich gut fest, okay? Alter, wappelt die Frau in der Gegend rum mit der Knarre. So, diesmal gucke ich auf die Straße, promise. Kuscheln. Dein Hemd riecht so toll nach Bergamotte. Aua. Aua, nicht hauen. Hat er gerade gesagt, Bonduell? Wahrscheinlich. Juhu! Besser mal festhalten. Ich traue dem Spiel nicht mit Ansagen. Jake! Ah ja, jetzt kommt hier diese epische Stelle. Ich kann mich nicht halten! Oh doch, oh. Du kannst, ich komme! Ja, auf einmal muss ich, um das Scheißding zu starten, Quicktime-Event machen. Ja, natürlich. Ich krieg ja bald einen Namenfinger von dem Ärgerspammer. Oh, ja, das überlebe ich. Wuhu, Pikachu. Pikachu. So. Und sowas soll Resident Evil sein? Es ist immer noch mehr Resident Evil als Resident Evil 7, to be honest. Ja. Es ist. Stell dir einfach vor, Michael Bay hätte sich die Rechte an allem gekauft.
Oh shit, was war das noch gleich? I push this. Aber das gerade eben, wo ich an dem Heli gehangen bin, das war vorhin dieses Beispiel, was ich gemeint hatte. Würde er mich nicht fangen, würde ich einfach nur einen halben Meter weit auf den Boden klatschen. Ja eben, what's the difference? Weißt du, aber in dem Punkt klatsche ich halt mit der Hälfte auf das Motorrad und sein Arm müsste mir das Rückgrat wie Streichholz brechen. Aber das rettet mich. Alles andere ist instant tot. Das mögt ja in Resident Evil 7 eigentlich nicht. Es ist kein Resident Evil 7. Es ist kein Resident Evil. Es ist ein Horrorhaus-Simulator. Das Ding ist, an sich ist es ein netter Simulator, ja. Es hat auch vieles, was es richtig macht, aber bis auf ein paar Eckdaten und der Tatsache, dass sie den Charakter Chris nennen, hast du kein Resident Evil da drin. Da ist der Heli wieder! Was hat er auf uns gewartet? Festhalten! Oha! Was mich irgendwie am meisten stört, irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie haben sich bei dem Spiel zu sehr auf VR konzentriert. Nach dem Motto, oh, das muss jetzt super gut für VR sein, aber meine Güte, hoffentlich kannst du dir ein 300€ Headset leisten. Wo du zwei Spieler hast, die tatsächlich was rocken. Nemo, was? Ach, da. Was? Nee, es ist kein Resident Evil. Da ist das hier. Da ist Resident Evil 6 mehr Resident Evil. Zumindest in Teilen. Wirklich, packt mal literally Spiele wie Outlast oder was weiß ich. Diese typischen Horror, diese typischen Haunted House Simulatoren hier. Einfach mal neben Resident Evil 7 und ihr merkt einfach, dass es nicht dasselbe ist. Weil let's fucking face it, Resident Evil hat schon immer ein bisschen was mit viel mit Ballern zu tun gehabt. Jetzt hätten wir nicht schon genug Probleme. Autos. Mensch, das ist der Top-Berufsverkehr hier. Los geht's, first time. Okay, da. There we go. Sollte man nochmal erwähnen, dass wir in einer der Weltmetropolen unterwegs sind? Darf ich mal kurz betonen, dass du gerade in der Cutscene gerade wieder so richtig rumgegaggt hast. Und dass wir eigentlich quer durch den Rotor gerauscht sind. Mhm. Also ich kenne Resident Evil 1 und 6 nicht, deswegen kann ich nichts beurteilen. Ja, dann kannst du da leider keine Beurteilung machen. Hol und ich haben natürlich jetzt schon ein bisschen mehr, ne? Ich meine, ich habe das Remaster von Resident Evil 1 gespielt, den vierten, den spiele ich einmal im Jahr durchgefühlt. Also alle Jahre wieder. Resi 5 habe ich zweimal gespielt und Resi 6 jetzt ja auch schon zum zweiten Mal und selbst das... Alles noch ganz? Ja. Hm. Und ich kenne halt auch noch die alten und so vom Aspekt, vom Survival-Faktor und Resource-Management 7 bis zu einem gewissen Punkt ja. Aber da, das alleine rechtfertigt halt nicht das Argument, es ist total Resident Evil. Weil es ist leider wirklich so, und es tut mir selber auch leid, weil ich es oft genug verteidigt habe vor jedem, der es grundlos komplett schlecht machen wollte, aber bis auf so ein paar Eckdaten, die man irgendwo finden kann, ein paar Easter Eggs, ist die Story komplett austauschbar und hat absolut null Wiedererkennungswert mit dem Resident Evil-Verse. Mal vom Protagonisten dann zu schweigen. Was für ein Protagonist? Wirklich, die Charaktere sind so unglaublich austauschbar. Vor allem deine Hauptfigur, die so Muppet hat mehr Emotionen, wenn man ihm wehtut. Ich meine, dem Kerl wird die Hand abgesägt. Er kommt wieder zu sich, Hand wieder angenäht. Keine Reaktion. Ja, meine Hand ist wieder da. Mir wurde das die Welt, wenn dir der Kerl mit der Schaufel das Bein abhackt und will, dass du dir gut schust, oder so, oh Wunder. Instant-Heilung. Du kommentierst es kein Stück. Das Schlimme ist ja, die Heilkräuter, ne, hier in Resident Evil, die wir ja kennen, wo wir uns ja mal drüber lustig machen. Sorry, aber googelt es mal. Das ist tatsächlich leider sogar legit. Die Dinger sind tatsächlich legit.
Vor also allem, die Dinger haben nicht nur diese übertriebene Heilfähigkeit wie der Gutschuss in 7. Sorry. Muss ich leider Gottes sagen, obwohl ich ein leidenschaftlicher Fechter der Reihe bin. Da haben sie komplett Bullshit gebaut. Ich meine, hier fällt ein Arm ab, Gutschuss drüber wächst nach, hier wird ein Bein abgehakt, Gutschuss drüber wächst nach. Du bist nicht fucking Deadpool, nur weil du dir Gutschuss drüber lehrst. Und vor allem, wie gesagt, die Charaktere sind so mein größter Hasspunkt einfach. Ich meine, deine Ische säbelt dir mit einer fucking Kettensäge den Arm ab. Ein paar Minuten, so ein paar Spielstunden später denkst du dir, oh ja, ist okay, ist ja nicht deine Schuld gewesen, dass du mir mit einer Kettensäge den Arm abgesäbelt hast. Sterben wie die Fliegen. Sache hat sich bald erledigt. Aber ist okay, ich rette dich. Mhm. Ich liebe dich auch. Mhm. Ja. Ja, da fängt ja schon der Blödsinn allein ab. Ich meine, Jahre nachdem sie weg ist, irgendwo in Luciana 70, ich schreibe dir eine E-Mail. Ruf die verschissenen Bullen. Willkommen im Jahr 2000, es gibt sowas wie Internet. Willkommen in 2018, du kannst sogar auf Twitter den Bullen Bescheid sagen. Also ja. Wie gesagt, es ist... mag kein schlechtes Spiel sein, also für mich ist es es sowieso nicht, weil für mich ist Resident Evil 7 ein absoluter Horrorhaus-Simulator. Da hat Resident Evil 6 mehr, wo ich wieder spielen würde. Ich meine, die Punkte, wo es probiert hat, mit Atmosphäre schaffen, Ressourcenmanagement etc., hat es in Teilen sehr gut hinbekommen. Ja, aber es ist kein Resident Evil. Nee, es ist... Du musst doch mal dran denken, Resident Evil hat halt mittlerweile sich einen Riesenhaufen an Characters aufgebaut. Die haben... Leider. Ja, aber ein Großteil dieser Charaktere sind gut, face it. Also hier, ja, Leon, Chris, Cherry, Claire, meine Moira, gute Moira, Ellie. The list goes on and on and on and on. Das Spiel, dachte, die Serie hat so viele Charaktere, wo mittlerweile super gut sind. Ich meine, viele können Leon nicht mehr leiden, weil er mittlerweile den Leuten zu edgelordig ist. Ich sag mir, Alter, I still like this guy. Wobei ich da in dem Punkt sagen muss, ja, das sind dann die Leute, die literally nur einen einzigen Teil mit dem wahrscheinlich gespielt haben und den nur so kennengelernt haben. Denn wenn man so die Story von ihm verfolgt hat, merkt man auch, warum er so geworden ist. Und sie haben sich in dem Punkt tatsächlich Mühe gegeben. Ich meine, klar, du musst, wenn du Leon komplett verstehen willst, meine Güte, du musst einiges nachrecherchieren dann. Ja, aber das ist der Punkt. Mhm. Da haben sie tatsächlich versucht, Charakter zur Entwicklung zu bringen. Wenn ich mir jetzt hier in 6 angucke, was sie plötzlich aus Chris gemacht haben, urplötzlich aus heiterem Himmel. Ja, hol da die Waldfee. Und ihr fragt euch, warum wir die Kampagne nicht machen wollen. Ja. Vor allem, ich kann euch nur empfehlen, spielt einmal die Chris-Kampagne in Resident Evil 6 und dann guckt bitte den Film gleich im Anschluss, ja, Resident Evil Vendetta. Tut mir bitte diesen Gefallen. Keine Ahnung. Weißt du, Chris Poops Backe Redfield, ne? Macht einen auf Moralapostel für Leon, weil der Alkohol trinkt. Und sich ihn selbst mit Mitleid badet. Ja. Naja, ich habe Sprengsätze, die für während Leon wirklich schon um einiges mehr durchstehen musste. Achso, du musst hier hin. Oder? Ja, wir sollen jetzt den Heli abknallen. Ja. Ganz ehrlich, die einzigen Resident Evil, die waren Daddy und die Tochter. Alexander möchte gar nicht so für den Scheiß. Nani! So, das bist gar nicht du. Ja, die Monster in Resident 7 sind auch. Mag ich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist wieder so. Das hat mich in Revelations 1 schon genervt, to be honest. So diese. Ja, Walross-Monster, sag ich mal. Nuka, danke für den Bit. Da muss ich aber leider Gottes halt auch wirklich auch mal die Hand ins Feuer legen und sagen, ja, es ist halt ein Unterschied, ob du jetzt eine Stadt infizierst, wo es absolut haufenweise Spezies gibt, die du infizieren kannst, oder halt ein Virus hast, der auf ein Gebiet ausgelegt ist.
in Revelations hattest du halt diesen Tiefsee-Virus, der halt wirklich in eine Richtung infiziert. Das waren dann halt deine Zombie-Ersatz-Viecher. Ja, fand ich jetzt nicht so doll, weil ich fand die Viecher irgendwie, ne. Ja, aber das meiste, was man da in dem Punkt immer hört, das ist immer nur eine Art Vieh und das mag ich nicht. Oh hi. Meine Güte. Eine andere Sache, wo man sich jetzt mit dem Virus aufregen kann, ist... Erinnerst du dich an unser schönes Bad? Welches Bad? Das jetzt von eben? Nee, Lean, Helena. Ach so, wo wir da durch die Soße geschwommen sind. Ja, mit tonnenweise Infizierten und einer BOW, die an uns rumgenagt hat. Ich meine, wir reden hier von hoch ansteckenden Biowaffen. Jetzt schaut euch, wie er schon gesagt hat, mal Vendetta an. Da fällt ein schöner Satz. Welchen meinst du jetzt? Solltest du nicht einen Schutzanzug oder eine Gasmaske tragen? Die einzige Frau, die so weit denkt und sie wird für einen Film verbraten. Haut sie verdammte Scheiße wieder ins Spiel ein. Sie hat's verdient. Hast du eigentlich schon den Hedi attackiert? Ich... Problem ist, ich sehe nichts. Es ist so fucking dunkel hier. Ich sehe auch den Heli nicht. Ich sehe ihn schon nicht. Ich habe nur kein freies Schussfeld. Irgendwo bin ich hier gerade runtergehopst aus Versehen. Weil ich keine Ahnung habe, wo ich hier lang soll. Jetzt kann ich hier wieder komplett runter, oder was? Hä? Ja, es geht ja noch darum, dass du deine freien Schussbahnen kriegst. Fakt ist, Resident Evil 7 ist für mich nicht Resident Evil und ich würde lieber das hier spielen. Im Prinzip, man könnte es jetzt auch gut mit einem anderen Vergleich bringen. Also, ich will jetzt wirklich nicht rumrennen, aber nein, nein. DMC Reboot. Die Story, es ist nicht der DMC. Gameplay top. Kann man absolut nichts gegen sagen. Level-Design und Flieg. Da kannst du durchrushen ohne Ende. Ist ein Spielerlebnis. Aber auf Krampf versuchen, DMC draufzuschreiben, nur um mit dem fetten Namen irgendwie Leute anzulocken, aber Bullshit reinzustopfen, ist dasselbe wie mit Resi 7. Oi. Es hat beides miteinander nichts zu tun mit seinen Vorgängern. Weiß er, dass Whisker mein Vater war? Aber das ist dann einfach so, man will mit dem Namen nochmal so ein bisschen Geld rausquetschen, so. Mhm. Das wird ja keiner kaufen, wenn da auf einmal Bilbo-Simulator draufsteht oder so. Na eben. Und da zieht dann halt auch das Argument nicht, dass man mal unbekannten neuen Figuren eine Bla-Basis geben will. Das hat Revelations auch besser hinbekommen. Eben. Moira wurde in Revelations 2 eingebaut. Sie war ein Support-Character, der nicht wirklich selber Schusswaffen bedienen konnte. Trotzdem war sie fucking hilfreich die ganze Zeit über. Oh, meine Fresse, hatte die Charakter. Ja, eben. Mann, Terrorismus ist lukrativ. Vielleicht haben die einen Ölbaron. Also Revelations 2 hat da echt super Arbeit geleistet. Wissen Sie, wo ich herkomme, glauben die Leute, dass die Amis für die meisten Probleme. Oder Natalia. Oh Gott, ich habe Natalia geliebt. Okay, und da muss ich mal ganz kurz reingrätschen. Was Natalia angeht, ne? Man denkt ja, oh geil, kleines Mädchen, super. Escort-Mission all the way. Und dann, oh, von wegen. Und dann slammt das Spiel dir sein Cock ins Gesicht und denkt dir, oh. Ja, klar. Okay, Backsteine. Darf ich mal kurz fragen, wo diese Leute hin geflohen sind? Ich meine, hier ist ein... Ne? Also geht die ganze Welt den Bach runter. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, die haben den Bus da vorgeparkt. Im DLC benutzt Moira eine Waffe. Ja, im DLC. Da geht es ja auch darum, wie sie auf dieser Insel überlebt die ganze Zeit. Da überkommt sie halt das Ganze, dass sie überhaupt keine Waffen benutzen will. Das ist ja aber auch der Punkt. Es wird storymäßig erklärt, warum sie es die ganze Zeit nicht benutzen wollte. Und es wurde sinnvoll eingebaut. Ebenso, dass wenn du dann das DLC gespielt hast, hast du dir gedacht, gut, jetzt muss sie halt... dieses Trauma überwinden, um am Leben zu bleiben. Na eben, fressen oder verrecken. Eben, und dann kickt ja dieser Überlebenssinn ein. Diese Arschlöcher sind überall.
Aber wenn du dich jetzt mal hier so umguckst, Chris, von einem Moment auf den anderen, ich habe meinen Kopf angestoßen, ich träume komisch, ich bin jetzt ein Checkers. Und wie gesagt, oh, Spoiler, was mich halt an Chris mittlerweile stört, weswegen ich ihn langsam nicht mehr sehen kann. Ich weiß auch nicht. Immer ich mag Chris, ohne Scheiß. Aber er verkommt langsam immer mehr zu diesem. Mein Team ist tot. Ja, ich dieser. Bin da, ich bin da. Oh, oh. Er ist so dieser Moralapostel auch schon so ein bisschen, weißt du? So Captain Chris Fleischboy. Ne, oh, Held der Erde. Also, wenn er nicht gerade davon schwärmt, dass Teamwork das Beste der Welt ist, heult er rum, dass sein Team verreckt ist, weil er wieder so sein Renegade im Moment hat. Ich meine, Spoiler. Die erste Mission, wo der Typ mal wieder bei klarem Verstand spielt, geht sein komplettes Team drauf. Aber vorher hat er die ganze Zeit Panik geschoben und Stressattacken geschoben und zum Idioten mutiert. Nur weil sein Team hops gegangen ist, also. Und wie gesagt, mir geht's halt auch auf den Sack von wegen hier. Geht zu Lien und sagt so, Alter, kannst du jetzt schon saufen? Weißt du, während du ihn in da literally so vorgefunden hast? Das ist so eine Sache, so dieses. Ich habe das Gefühl, Capcom hat sich da selber irgendwie ins Knie geschossen, sagt dem Motto: Moment mal, wollten wir Chris nicht eigentlich? Und dann ist ihm Resident Evil 6 eingefallen. Das Ding ist halt leider Gottes. Die haben mit der Zeit gemerkt, okay, Leon ist beliebter als Chris, aber Chris war schon von Anfang an dabei, den müssen wir jetzt relevant halten. Ergo, grundlos Charakterentwicklung. Und dann kamen sie von Vendetta um die Ecke und haben sich gedacht, wir zeigen euch Idioten mal, wie man das richtig macht. Ja, eben, weil bei Leon kann ich es verstehen, bei Chris weniger. Hm? Wo müssen wir denn jetzt? Achso, da ist die Leiter. Hier. Aber da kommst du hier nur wieder runter. Nee. Oder? Hier. Achso, warte mal, du hattest ja da deinen Hopselweg. Ah ja, genau. Und hui! Und swoop. Und Tür ist offen. Was halt noch so ein Punkt bei Chris ist. Ich meine, der hat wie viele Dutzend Team-Members verloren? Eine Menge. Und bei der einen Mission, wo ein Typ dabei ist, wo tatsächlich mal NPC-mäßig einen Namen bekommen hat, ein Neuling ist, da ist es dann unentschuldbar, dass sein Team gestorben ist. Ja. Nur weil dieser eine Pups Kopf mit dabei war. Ist ein bisschen spät für posttraumatisches Stresssyndrom. Ein bisschen. Weil man bedenkt, dass es ihm vor immer einen Scheiß interessiert hat. Deswegen mag ich Leon einfach irgendwo. Ich meine, du kannst es einfach eher nachvollziehen bei ihm. Ja. Er ist menschlich geblieben, man. Es ist nachvollziehbar, wie er sich entwickelt hat. Ich meine, der Kerl hat seinen ersten Tag an seinem Job angefangen und auf einmal eine Zombie-Apokalypse, Held der Erde. Ich meine, allein das würde die meisten schon einfach mal traumatisiert fürs Leben halten. Ja, und du siehst die Entwicklung ja auch. Er hat angefangen, Alkohol zu kippen. Das ist seine Art, mit dem Stress klarzukommen. Ja. Und Chris hingegen? Ich bin die Super Agent Man. Ja? Die sind gerade bei mir reingekommen und sind dann wieder gegangen. Ja, die wollten zu mir. Die haben Brüste gesehen. Oh, guck mal! Hast du ihn nicht auch vermisst? Poppy, das poppende Popcorn! Nee, unser Truthahn. Ach, der Truthahn war das. Ich dachte, das war Poppy. Schmeiß den Truthahn aus dem Flieger. Schmeiß den Truthahn aus dem Flieger! Und er ist nur niedergeschlagen und dann verliert er Team und heult rum wie verrückt. Ja, es ist nun mal. Das ist Fleischfield in der Nutshell. Ja. Leon, erster Tag als Polizist, ne? Raccoon City, der ganze Spaß. Wird ständig von irgendwelchen Leuten betrogen.
Dann die ganze Scheiße, die er da noch zwischen den Geschichten hatte, wo in Büchern erzählt wurde, wo er noch mit den ganzen Stars-Members gegen Umbrella gekämpft hat. Resident Evil 4. Ich meine, jeder normale Mensch würde nach, allein nach Raccoon City, wäre ein Fall für die Klapse. Elegant. Ich sag's nur mal so nebenbei, also... Ich weiß nicht, wenn ich irgendwie so eine Zombie-Apokalypse überleben würde, ne? Also so ein Zombie-Outbreak. Ich glaube, ich würde nicht ganz normal so weiterleben wie denn bisher. Du würdest dich wahrscheinlich irgendwo einen Luftschutzbunker vernageln und alles abknallen, was in den Mund hat. Probably. Und ich muss jetzt echt mal aufpassen, ich habe nicht mehr viel Health. Ach, du hast nicht mehr viel Health. Okay. Wenn jetzt dieses Cover-System jetzt nicht gegen mich arbeiten würde, könnte ich da sogar tatsächlich... Boom. Badusch. Badoof. Ah, fuck. Da! Oh shit, voll in die Nüsse. Ach shit. Fling. Ich meine, was ich echt erstaunlich gefunden habe, ja damals, als sie das Remake rausgebracht haben, hatten sie ja auch noch nachträglich Zero rausgeschoben. Ja. Und da hast du ja Rebecca gespielt. Yes. Da hast du wirklich gemerkt, die ist unerfahren wie Sau. Die versucht, sich mit Hängen und Würgen da durchzuprügeln. Und dann hast du ja dann chronologisch danach erstmal das Remake gehabt, wo du sie als Chris findest. Das Mädchen war mit den Nerven runter, die war komplett verängstigt und platt. Da war nichts mehr mit, ich kämpfe mich durch die Gegend. Die war einfach nur fertig. Ja, verständlich. Ich meine, so würde es vielen gehen, nachdem du eine Zombie-Apokalypse überlebt hast. Ja, also da kann mir keiner sagen, die Capcom hat noch nie Charakterentwicklung hinbekommen. Haben sie. Hier rein. Oh, Tür ist auf. Yay. Ein paar Geckos fahren. Er hat mich angespuckt. Fuck. Exploded. Nein, Tiny Box Tim. Tiny Cock Tim. So mir echt lang. Da wo ich die Tür aufgemacht habe. Hier. I guess. Sieht glaubhaft aus. Und ja, stimmt. Und eigentlich jetzt, wir müssen es ja leider mal facen, aber Resident Evil 6 ist Canon, also, ne? Ist es leider. Es ist Canon, sprich, Leon war gezwungen, den Präsidenten zu erschießen. Und der Präsident war einer seiner engsten Vertrauten. Und da muss man noch bedenken, er hat ihn aus einem absolut sinnlosen Grund abknallen müssen. Ja. Mhm. Erkläre ich dir später. Nee, nicht mal das. Ich meine, dieser scheiß Angriff ist ja nur losgegangen von wegen, jada jada, ich werde die ganze Öffentlichkeit über das alles aufklären, was damals in der Raccoon City passiert ist. Das ist seit Jahrzehnten bekannt, jeder weiß, was Umbrella getan hat. Ach ja, das Teil. Die haben ihren scheiß Angriff also wegen gar nichts auf ihn gestartet. Ganz vergessen, dass wir mit Jake ja auch gegen das Ding kämpfen müssen. Ja, natürlich, da verfolgen sie jetzt die ganze Zeit. Da kommt jetzt so 10 Mal. Ich dachte immer, das wäre in der Chris-Kampagne gewesen. Nö. Da läufst du nur mal einmal dran vorbei im Hafengebiet. Ich finde ihn süß. Oh. Ich mag dieses Gewoppel. Oh, etwas in Umarmung geschenkt. Er gehört dir. Ich schieße einfach drauf. Ich glaube, er ist hin. Kannst du mich mit deiner Kettensäge ein bisschen massieren? Wenn ich mal kurz, ne? Es gab damals bei den Biberbrüdern eine Folge. Ich glaube, den sehen wir nie wieder. Und dann kam er auch irgendwie wieder. 5 Minuten später.
Oh, Alter, mir knallt gerade die Sonne die ganze Zeit voll im Möhre auf den Dötz. Das ist richtig ätzend, Italia. Dann können wir unsere ganze Renderei einfach auf Wetter schieben. Ach du, ja, ich sehe es nicht mal als Ranten. Es ist einfach, ja. Ach, du kennst das Internet. Du sagst was dagegen, ergo hast du es abgrundtief mit allem, was du kannst. Ja, okay, damit hast du gar nicht mehr so unrecht. Ich mag das eben gar nicht. Ja, ich weiß einfach nicht. Also das, was es dann als Horror versucht, macht es irgendwie mit ziemlich viel lächerlichen Zeug auf einmal wieder weg. Hm. Wo müssen wir denn hin? Zu mir. Wie bist du... Ist hier... Ach, hier ist so ein Durchgang. Ich hab den Durchgang. Jake. Ja, ich hab den Durchgang ja nicht gesehen. Oh Mensch, mein Flugzeug! Hier drüben, es ist amerikanisch! Ja, Devil May Cry, was hier Dantes Entwicklung angeht, auch nicht schlecht. Leider muss man ja, auch, denn. Ich weiß ja nicht, ist jetzt. Ist es mittlerweile. Ja, Leon hat Suizidgedanken. Die hat er sogar schon relativ früh bekommen, glaube ich sogar. Die hat er schon im zweiten Film ziemlich deutlich gezeigt. Stimmt, als er hier... ja, stimmt, ja. Und das Ding ist ja halt auch mit wachsenden Todeszahlen kommt er halt auch nicht mehr mit den Hinterbliebenen klar. Beziehungsweise ist langsam auch müde, dass er ständig derjenige ist, der überlebt. Mhm. Also bei ihm kaufst du es eher ab, dass er ein kriegsmüder Veteran ist. Ja. Der hätte ein bisschen mehr machen müssen. Sie sind ja jetzt Agentin. Warum sind Sie hier? Ich verfolge den Mann hinter all denen. Den obersten Sicherheitsberater Simmons. Was? Hast du schon den DMC-Anime geschaut? Ja, hab ich. Der ist richtig gut eigentlich. Strawberry Sunday. Ich weiß gar nicht, ist der Anime canon? Wo ist er? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist non-canon. Das Ding ist halt, sie haben ja teilweise halt auch ein bisschen so die Vorgeschichte behandelt. Kam da nicht auch zur Erwähnung Hirnhautentzündung? Ich dachte, du solltest Kontakt. So dieses Wannabe-Argument, mit dem sie versucht haben, irgendwie DMC mit der Vorgeschichte zu erklären. Und wegen, du weißt nicht, wer deine Eltern sind, bla bla bla. Das kann sein. Aber ja, back to Resident Evil. Hatte Leon nicht schon die Suizidgedanken Ende von Resident Evil 2? Es würde Sinn machen. Nee. Also nach Teil 2 hatte er eigentlich mehr denn je so diesen Beschützerinstinkt gegenüber Claire und Rebecca. Also es wird in den Büchern verdammt gut beschrieben. Also da hat er halt wirklich die Terrier-Schiene gefahren. Da war schlimmer als Chris. Also wirklich resigniert hat er ja dann so ab den ersten Film, wo er dann halt gemerkt hat, dass egal was er macht, die nächste Organisation taucht auf und hat jetzt auch zum ersten Mal angefangen zur Flasche zu greifen. By the way, die Filme sind canon. Aber nicht die Realfilme, die Animationsfilme. Und ja, Leon ist einer der wenigen, die es erfolgreich geschafft haben, mit einem Messer gegen einen Tyrant anzutreten. Au. Oh. Ja, das hat ein bisschen mehr weh getan, als ich erwartet hatte. Richtig, pieks mich. Hast du gerade irgendwie Heil-Items? Oh, warte, hier. Nee, doch nicht. Oh, shit, das ist nothing. Ich habe leider gerade kein Spray. Das ist unsere Chance. Los! I got nothing. Du kannst hier mal hochkrabbeln und die Kisten durchwühlen. Ja, warte, hier unten ist auch... Ach, das sind Kartons. Und ich kick einfach wie so eine lasche Nudel. Habt ihr eigentlich den... Resident Evil Damnation gesehen? Ich habe alle Animationsfilme gesehen. Alle drei. Die sind gut. Die sind super gut. Wo geht mein ganzer... Oh. Da ist mein ganzer Platz. Sprengladung. Nö. Granaten. Nee, MG-Munition. Ah. Ohne Scheiß, also Keks suchtet Vendetta religiös. Also,
Also wenn die mal einen Monat lang nicht dreimal Vendetta geguckt hat, ist irgendwas passiert. Ja. Das Witzige war, ich erzähle euch jetzt mal die Story, wie es dazu gekommen ist. Das ist eigentlich total witzig. Das war ein Wochenende, wo Keks hier war. Und wir haben dann einfach mal so, wir sind in die Stadt gefahren und dann der Saturn bei uns in Hamburg, der, sag schnell. Ja, der hat einfach so eine riesige DVD-Abteilung. Und da habe ich dann halt gesehen, oh geil, Vendetta, den Film wollte ich doch sowieso haben. Okay. Also habe ich ihn mir gekauft und dann haben wir am Ende gesagt, komm, wir gucken den. Und Keks war auch total okay damit und dann war zuerst ein bisschen, ah, ist scary. Und dann, ja, hat sie den geguckt und jetzt guckt sie den Film fucking religiös. Aber nachvollziehbar. Er ist auf die gute Art und Weise cheesy. Ja, er ist absolut, also was, er ist ein absoluter Cheese-Lord, der Film. Aber er ist so fucking gut. Ich guck Vendetta auch richtig gerne, so ist es nicht. Das Schlimme ist halt, er ist cheesy, aber genau auf die Art und Weise, wie es sein sollte. Ja. Ich meine, Leon ist an sich ein fucking Übermensch in dem Film. Im Prinzip sind sie beide Übermenschen. Wieso immer ich? Ah! Ich meine, wenn du dir mal überlegst, alleine als der Große angefangen hat, auf Chris Brustkorb Ballett zu tanzen. Help. Sie haben gegen dieses Biest gekämpft und leben noch? Beeindruckend. Was du willst? Ja, diese Motorradszene. Diese Motorradszene ist so fucking übertrieben. Sie brauchen ganz dringend Hilfe, Kumpel. Hm. Aber sie ist so gut. Ja, es ist halt so genau die perfekte Dosis an Cheesiness. Und das liebe ich. Vor allem, sie haben es ja trotzdem geschafft, eine gute Story zu erzählen. Wieso stirbt er denn nicht? Hören Sie bloß auf! Aber vielleicht können wir ihn zu viert erledigen. Oh nein! Du bist rot! Ich bin fast tot! Finde ich gut. Übrigens, noch so zu der Story hier. Wir sind jetzt ein halbes Jahr gefangen gehalten worden. Diese Bauchwunde hat er noch aus der Zeit in der Mine. Glückliche Zeiten. Hätten Sie den nicht in der Zeit mal zusammennageln können? Wie gesagt. Ich meine ja nur. Ein halbes Jahr mit auf dem Bauchdecker rumrennen ist, glaube ich, nicht so förderlich. Nee, doch nicht. Kein Wunder, dass du ihn so hast. Ach ja, und by the way, Keks kann den Film Vendetta mitsprechen. In verschiedenen Sprachen. In verschiedenen Sprachen, in Form und Farbe und blind. Ich hätte nicht erwartet, dass unser beiläufiges Ja, Rassi, kannst du dir mal antun, mal zu sowas ausartet. Weißt du, vor allem, er war vorher Code Veronica gespielt und dann immer so, too scary, too scary. Und dann habe ich einmal mit ihr diesen Film geguckt, ne? Einmal mit ihr Vendetta geguckt, weil ich den selber sehen wollte. Das stimmt. Und plötzlich, ein paar Tage später, konnte sie den Film mitsprechen. In Deutsch, Englisch, Spanisch. Alle Charaktere. Jetzt no shit, das ist schon fast scary, also. Nicht in allen Sprachen. Keks, jetzt stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel, also. Ja, drei Sprachen reichen. Ist hier irgendwo. Mein, kommt mir das so vor, da gibt's in der Jake-Kampagne einfach schlicht und ergreifend keine Heilsprays. Sie sind seltener, ja. Sind seltener als bei Leon. Mhm. Bei Leon habe ich immer das Gefühl gehabt, die schmeißt man dir hinterher. Ich muss jetzt schon wirklich das Gewehr, also das benutzen wir sonst. Ich werde mit Munition von dem Ding zugeschmissen. Ach Mensch. Wenn man vom Teufel spricht. Eine Topfpflanze. Ja, das Problem ist, ich habe die jetzt alle mal solo genommen. Das ist scheiße. Ich lasse die jetzt mal so und hoffe, dass ich ein rotes finde. Oh Gott, mein Problem ist, ich ersauf gerade in Pistolenmunition und Gewehr. Mein Sturmgewehr platzt aus allen Nähten, also.
Sturmgewehr, Schrotflinte, Pistole. Sniper werfe ich generell weg, weil das Ding ist fucking nutzlos. Du hast halt nirgends eine Situation, wo du denkst, okay, in aller Ruhe snipen, okay. What do you want, Redfield? Ko Cheng ist da drüben an der Flussmündung. Ah, wirklich, ich, als Chris da ankam und so meinte, ist es nicht schon ein bisschen früh, um an der Pulle zu hängen? Habe ich echt nur gedacht, so, alter Chris. Das ist wegen Simmons, oder? Alter Chris. Ich weiß, die Filme sind kennen. Ich weiß, Resi 6 ist kennen, so shut the fuck up. Das Ding ist, ich müsste mal wirklich chronologisch nachgucken, weil ich habe so das Gefühl, dass sie müsste eigentlich noch vor 6 spielen. Lumius hat nett schon einen Sub geschenkt. Vielen Dank für den Sub, mein Dude. Ach, guck mal. Bumm. Also könnte Keks mal nachgucken, aber ich bin der Meinung, Vendetta müsste eigentlich vor Teil 6 spielen. Nee, Vendetta ist nicht vor 6. Echt nicht? Nee. Verfluchter Mist! Oh. Wenn war Chris so lange dann noch bei der BSA? Ja, ich glaube ja. Der hier Damnation spielte vor 6. Naja, der zweite ja auch. Ja, also wenn echt Vendetta spielte vorher? Das müsste man überprüfen. Weil ich bin jetzt gerade ein bisschen durch den Titel gekommen, weil sie ja jetzt mit dieser Storyline, die sie sich jetzt in 7 aus dem Arsch gezogen haben, hockt er ja bereits eine Weile bei diesem Möchtegern Umbrella. Ja. Und das ist ja nicht so lange her im Vergleich zu Teil 6. Er ist wieder also, da. Der gibt auch nie auf. Er spielt ein halbes Jahr nach 6. Ja, ich wollte gerade sagen, das spielt ja wohl nach 6. Das wäre ja merkwürdig. Also müsste er danach zu diesem Wannabe-Umbrella gewechselt haben. Technisch gesehen, ja. Dann erwarte ich aber, dass sie dann eine Fortsetzung von Vendetta machen, wo sie da tatsächlich mal eine Erklärung geben. Eine gute. Kommt dann eigentlich auch so Revelations? Revelations ist auch Canon, soweit ich weiß. Das sind Hauptteile, die sind Canon. Ja, eben. Das Ding ist, Revelations 1 spielt er halt vor 5. Ja. Und Revelations 2 halt vor 6. Boah, die Sonne scheint mir hier gerade genau rein. I can't see shit right now. Also da ist halt im Abspann von Revelations 2 ein Gespräch zwischen Claire und Pius. Ach ja, stimmt ja. Meint sie ja zu ihm nur, sie soll gefälligst auf ihn aufpassen, weil er ein Depp ist. Stimmt ja. Also dann halt auch der so einigermaßen logisch erklärter Grund, warum Chris in der Zeit nicht nach ihr gesucht hat. Der ist ja besoffen in der Kneipe gehockt, hat Amnesie Baby gespielt und war ein Arschloch. Kommen wir da jetzt nochmal hin? I'm trying. Oh, fick dich, Kamera. Oh, geh. Kamera. Ich hasse es, wenn die Kamera sich denkt. Guck mal. Guck mal. Na, du musst dazwischen das neben Gelumpe durch. Zwischen dem Gelumpe. Ah, hier. Jedes Mal aufs Neue. Ein Spaß für Groß und Klein. Achso. Ja, diese speziellen QTEs. Meine Güte. For your special needs. Du hast einen Motor aktiviert. Ich bin so stolz auf dich. Du bist schon ein großer Junge. Ich fühle mich gerade wie Mickey Maus. Steuerst du überhaupt? Ja, ich steuere. Revelations Canon, ich meine auch Resilience Planet. Moment, meinst du jetzt Revelations als LP? Weil da habe ich 1 und 2 tatsächlich gemacht. Und beide gehören zur Lore. Echt jetzt, ohne Scheiß. Auf Steam, Lancelot, ernsthaft?
Kumpel. Au! Du siehst gerade, ich bin mit Shadow am Spielen. Mir eine Einladung zu schicken, dass ich mit dir Left 4 Dead 2 spiele, ist ein bisschen kernbehindert. Ja, macht Sinn. Ich also würde mich ja lieber, aber... Ja, und ich wollte dich gerade beleben, aber Cutscene. Eat shit. Bom bom. Wir singen Schlummeri Bom Bom. Schlummeri Bom Bom. Wir ballern so hier rum. Soll ich mir eine Chance geben? Nö. Ich hab nur noch einen Lebensbalken, also. Oh. Es geht darum, ob wir das nochmal Let's Play. Revelations? Nö. Mhm. Revelations muss was ich jetzt nicht. Was ist da gerade passiert? Ich meine, es sind gute Spiele, aber... Auf jeden Fall haben so lang sind sie jetzt auch nicht nebenher, also. Davon mal abgesehen. Außerdem, da kann ich ja die anderen Resident Evil Teile eher mal spielen. Das hätte eher was. Als wenn ich jetzt hier Revelations nochmal neu aufsetze. Zumal ich mit den beiden, eigentlich zufrieden war. Geh weg, Killer Bob. Geh weg. Geh weg. Ja, geh du weg. Spider-Aider. Ach ja. In den Mixer. Der macht breit wieder raus. Haben wir gerade den Kong Yang vergiftet? Ob du Revelations noch einmal spielen würdest, zum Beispiel als Livestream-Projekt? Ja. Nee, auch eher weniger. Fast. Deswegen. Wir werden uns beeilen. Ich fand Revelations nicht schlecht, aber ich würde es jetzt nicht nochmal spielen, zumal ich jetzt halt andere Teile nochmal eher spielen kann. Noch. Zwei war besser. Gut, gehen wir. Mal davon abgesehen, dass Revelations 2 besser war, ja. Ja, und davon abgesehen, dass sie gezeigt haben, dass sie willens sind, sich ins Positive zu entwickeln. Mm. Und dann guckt man zu den Hauptschuss und denkt sich, was sauft ihr? Hm. Deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, lasst die Typen, die die Revelations bisher gemacht haben, einmal einen Hauptteil machen. Oh ja. Gebt ihnen das Budget, lasst ihnen die Zeit, die können es besser als die Zombies, die ihr da sonst beschäftigt. Der einzige große Lichtblick, den ich jetzt habe, ist, dass irgendwann in naher Zukunft ja von 2 der Remake rauskommen soll. Ach, das ist ein Gaiden als Streamprojekt. Das könnte lustig sein, ja doch. Das Schlimme ist ja, ich habe Resident Evil Gaiden gesehen. Es sieht nicht mal so schlecht aus. Also ich habe es mal ein Weilchen gespielt. Es macht tatsächlich auch Fun für das, was es ist. Es ist halt ein bisschen tricky. No. Das ist meistens ja. Resident Evil in Gameboy gedrescht, also von daher. Und du musst Leon retten, also ich bitte dich. Naja, wenn du Resident Evil in Gameboy gedrescht haben willst, spielst du den ersten Teil in Gameboy gedrescht. Gibt's auch. Ja, stimmt. Ich meine, ich habe Screenshots gesehen und es sah schrecklich aus. Ja gut, es ist halt Gameboy-Ära. Halt. Aber so vom Spielerischen her, es war unterhaltsam. Seien Sie so nett und nehmen Sie die beiden fest, hör? Sie sagen, Sie stecken hinter dem Terrorangriff. Stimmt das? Oh, Alter, was? Sonne. Laufen die herum und reiben es jedem unter die Nase, der zuhört? Antworten Sie! Literally, mein Hirn wird gerade gegrillt. Und der globalen. Yay! Soll die Ermordung des Präsidenten gut für das Land sein? Der Präsident ist tot? Tja, dafür können wir uns bei Leon bedanken. Fahren Sie zur Hölle, Simmons! Beseitigt Sie. Oh. Ich trage Sonnenbrillen bei Nacht. Die beiden da können wir noch gebrauchen. Warum zum Geier rettet er sie eigentlich seltenhaft? Ich meine, sie ist fucking unsterblich. Echt mal. Ist so ein zwei Kugel tun ihr nicht weh. Es wäre zwar ein bisschen dämlich, aber an sich müsste er sich hinter ihr verstecken. Ja, doch. Ich
Was hältst du von Nightmare on Elm Street? Nie geguckt, kann ich nichts mit anfangen. Ich bin nicht so der Horror-Fan einfach. Ist jetzt die Frage, meinst du die Originalreihe oder diesen schrecklichen Reboot? Ich sage FOS Bescheid, dass sie Geleitschutz brauchen. Deswegen, ich kann mit Horrorfilmen generell nicht so viel anfangen, weil... Ja. Also der Nightmare on Elm Street war eine wunderbar trashige Reihe. Los, weg hier! Auf keinen Fall. Sie haben es versprochen. Ja, aber was Trash angeht, gucke ich lieber andere Trash-Filme. Oh, es war wirklich sehenswert und kreativ von den Todesarten, also... Konnte man nichts sagen. Jake! Jerry! Mann, wie er dich einfach wegbasht. Meine Spiel hat er noch wieder gutes Sinn. Ich meine, dieser Gut Punch, den er dem gerade verpasst hat, ne? Man muss sich natürlich immer wieder die Frage stellen, inwiefern sind diese BOWs jetzt eigentlich einem Menschen überlegen? Man meinte die Originale hol. Ja, die sind gut. Man muss halt auf die Art von Trash stehen. Geil, S-Rank. Wie? So, lass mal hier Feierabend machen für heute. Ich krieg langsam Hunger. Ja. Ja. Vor allem bei dem Gejatze, was wir danach haben, da hocken wir auch eine Weile dran. Eben. Ach ja, aber wir müssen ja so verlassen. Wir müssen ja die Cutscene nochmal gucken und dann können wir dann ja erst raus. Yay! Au, au, au. Oh, ich saß schon wieder auf so einer Falte. Fuck. Ich saß schon wieder auf so einer Falte. Fuck. Falte. Ach, stimmt. Und die, ja, jetzt kommen wir hier. Ja, eben. Das geht jetzt und heben wir uns fürs nächste Mal auf. Da haben wir erstmal ein paar Stündchen dran. Eben. Dann machen wir das und dann nächstes Mal machen wir die Ada-Kampagne und dann let's call it a project. Yay. Tut mir leid. Oder weißt du was? Ich überspringe das Ganze einfach. Fuck this one. Guter Junge. Das mit der Junge ist auch überhaupt nicht unoffensichtlich gewesen. Was ist da gerade passiert? Na klar. Gucken wir uns das nächste Mal an, denn. Oh mein Gott, wir sind Raptor und Scheiße. Nee, ist nee. Nee, aber ich. Boah, ich muss vor allem hier langsam bei mir mal. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist es dafür. Ich muss die Sonne irgendwie ausschalten, mir brummt gerade der Schädel. Ich hab Durst, ich hab Hunger. Ja, ich Hunger hab ich auch, aber bei mir ist das Problem gerade, mein Hirn wird geschmort. Das ist echt assig. Hast du echt keine Decke, wo du drüber werfen kannst oder so? Ich werfe mir keine Decke. Also übers Fenster. Ja, doch, ich hab Rollläden, aber ich hab vergessen, die runterzumachen. Und jetzt habe ich ein Fenster noch ganz auf, das ist immer so ein bisschen tricky.